Ich glaube, das ist eine alte Geschichte, ne? Von den Zigeunerbaronen und den Zigeunerkönigen und so. Angeblich gibt es in Rumänien einen. Ja? Ich weiß nicht, ich habe ihn nicht kennengelernt, der mit sehr viel Gold irgendwo in einem Schloss lebt in Rumänien. Wahrscheinlich so im Schloss Akula. Ich habe keine Ahnung. Ich habe in Bulgarien auch keinen Zigeunerkaiser oder König kennengelernt. Es gibt wahrscheinlich, oder soweit ich irgendwie erzählt bekommen habe, Gruppen, die sehr hierarchisch organisiert sind, wo es irgendwie so eine hierarchische Struktur gibt. Angeblich gibt es auch noch einen Brautverkauf unter Roma irgendwo in Mittelbulgarien. Ja. Das habe ich aber auch nur gehört. Und Ob man zum Beispiel seine Kinder auch bei weiblichen Verwandten zu Hause gelassen hat oder ob man die mit in Österreich hat und dann die zwischendurch auch noch versorgen muss. Also seit dem Verbot des Bettelns mit Kindern nehmen die Frauen ihre Kinder nicht mehr mit auf die Straße, weil das einfach gefährlich ist. Es kursieren auch immer so diese Erzählungen unter den Frauen, dass ihnen die Kinder, diese, von der Gefahr, dass ihnen die Kinder abgenommen werden. Das ist auch eine reale Gefahr. Also wenn Frauen sozusagen in Haft genommen werden, dann kommen ihre Kinder oft in so Kinderdrehscheiben. Also das ist eine reale Gefahr und das ist halt eine große Angst auch der Frauen. Finde ich insofern auch eine ganz spannende Sache. Also es ist wirklich ein Ding, das mir wirklich ganz, ganz viele Frauen erzählt haben, eben diese Erzählung von anderen, denen die Kinder abgenommen worden sind. Und das ist auch was sehr, sehr Altes. Dieses Kinder wegnehmen ist ja eine sehr alte Erfahrung, also vor allem Roma und Sinti sind ja auch schon sozusagen im letzten und im vorletzten Jahrhundert wirklich ihre Kinder auch abgenommen worden. Und also ich denke, das ist auch so eine sehr, sehr alte Erfahrung, eine sehr, sehr alte Erzählung und Erfahrung. Und dass diese Mythen und diese Geschichten und Berichte in den Medien jetzt ganz stark so alte antiziganistische Ressentiments bedienen, statt Zigeunerbanden sind halt jetzt die Bettlerbanden. Ja. Kapitel 18, Vers 21 und 25. Jesus antwortete ihm: Wenn du vollkommen sein willst, geh, verkauf deinen Besitz und gib das Geld den Armen. So wirst du einen bleibenden Schatz im Himmel haben. Dann komm und folge mir nach. Denn eher geht ein Kamel durch ein Nadelöhr, als dass ein Reicher in das Reich Gottes gelangt. Gibt es in Rumänien einen Ziganismus, eine gewisse Feindlichkeit gegenüber Ja, Zigeunern? allgemein merkt man das schon, dass man über die Zigeuner schimpft. Man schimpft sie, beschimpft sie. Gerade in den Städten auch, wenn so Bettelkinder kommen. Die werden verjagt. Nicht? Das stört den Fremdenverkehr. Mir haben sie nie was gemacht, weil ich finde auch, diese Bettler gehörten schon seit Jahrhunderten zur Stadtkultur. Der Hunde, ich sage die Hunde, aber auch andere Sachen, die den Leuten nicht passen. Die Leute regen sich über die Hunde auf. Aber auch Bettler, das ist nicht, dass ich mich missverstehe, dass ich Hund und Bettler gleichstelle. Nicht, dass ich, die Leute reden sich über alles auf, über Gaukel, über Jongleure und so. Wenn einer jongliert, dann muss er was zahlen. Aber jedenfalls diese Buntheit der Städte, die gibt es nicht mehr, sage ich, wie sie früher typisch war. Der Bettler gehörte zur Stadt. In so hinduistischen Kulturen, in Indien, da gehören Bettler dazu. Das ist auch im Sinne dieses Glaubens, des Hinduismus. Zum Bettler war man ja gut, sollte man gut sein. Das entspricht auch so diesen alten, uralten Religionen. Weil der Bettler konnte auch Gott sein. Auch in den Märchen spielt das eine Rolle. Im Rübezahl und so. Nicht? Man muss zum Bettler freundlich sein, weil das konnte der Zeus bei den Kriegen sein, bei den Germanen der Wotan sein. Nicht? Man muss freundlich sein. Es hat sich erhalten, das im Relikt noch, dieses Denken, dass man sagt, vergötz Gott. Nicht? Man gibt ihm was, nicht? Dass der Bettler sagt, vergötz Gott, Gott soll es vergelten.
Der Bettler ist Stellvertreter Gottes. Gelten diese diese religiösen Rituale in Vergessenheit? Ich glaube, dass die Leute das nicht mehr wissen. So, auch früher war das so, dass irgendwie ist es noch drinnen in vielen. Wenn der Bettler sagt, vergelt's Gott, nicht? Man die Beziehung zum Gott. Also Gott wird mich vergelten, wenn ich dem helfe. Aber das ist interessant. Es gibt auch viele so Geschichten, Märchen, die erzählen, dass ein Bettler schlecht behandelt wird und dass dann irgendwie eine Gottheit erscheint oder sich rächt. Das gibt schon. Der Rübezahl ist so eine Geschichte. Der Rübezahl, ich kenne die Märchen im Rübezahl, so im Riesengebirge. Der taucht dann plötzlich auf. Erst das alte Mann, und der nicht geachtet wird, und dann regt er sich auf, wenn er schlecht behandelt wird. Der Fremde muss halt werden. Da unterscheiden ja die Kriege zwischen zwei Formen von Fremden, zwischen dem Xenos und dem Barbaros. Der Xenos ist immer der mir nichts tut, der Gastfreund. Das Wort Xenophobie ist eine typische Erfindung von uns. Die Griechen kannten das Wort nicht, Phobien heißt fürchten. Die Griechen kannten nur den Barbaros, der eine andere Sprache spricht. Der muss man vorsichtig sein, weil der kommt vielleicht mit Heereseinheit. Die kommen mit ganzen Gruppen. Also mit militärisch, da muss man aufpassen, die Barbaren. Barbarophobie müsste es heißen. Aber der Xenos, der Fremde, der kommt, weil er was will, weil es ihm schlecht geht, oder den muss man achten, das zu achten. Aber das ist eine völlig andere Erfahrung oder ein völlig anderes Spenden als wirklich das Spenden von Mensch zu Mensch. Es gibt einen Theologen, der das ausdrückt, dass die Menschen bei uns nur noch die Armut keimfrei und appetitlich ertragen und dass eben die Armut von Angesicht zu Angesicht, dass das etwas ist, was wir nicht mehr aushalten oder nur noch sehr schwer aushalten. Und wenn man sieht, welche breiten Konsens es gibt, also zum Beispiel bei dem neuen Gesetz, 86 von 100 Stimmen im Wiener Landtag, ich glaube, das stützt diese These. Wir als reiche Gesellschaft eigentlich nicht mehr bereit sind, das aushalten zu wollen. Verabschieden Sie sich von den Wiener Bettlerinnen. Die Insel der Seligen kehrt wieder zu ihrem gewohnten Glanz zurück. Es wird ganz wenig Fälle geben, wo in Zukunft das Betteln noch gestattet ist. So is there anyone else we can change except ourselves? Isn't outsider's will stronger than mine? And means every end a serious change in your mind. What affects your life? So tired.